Taylor Camphill legt mit nur 2 Niederlagen eine tolle Leistung während des Chicago-Matches hin. Sie sehen sich die Segler-Updates Dewsbury Knobs an. Willkommen in unserem Büro. Taylor dominiert am letzten Tag das 1:3 Semifinale gegen Bjørn Hansen. Wir waren vielleicht etwas locker in manchen Situationen. Am Ende mussten wir aber leider wirklich alles geben. Ian Williams erreicht einen Punkt mehr als sein französischer Rivale Mathieu Richard und sichert sich damit den 2. Platz im Finale. Hier draußen ist es ziemlich fragwürdig. Man muss sie bekommen, während man noch das Risiko unter Kontrolle hat. Durch den Sieg mit sehr stürmischen Windbedingungen übernimmt Williams die Führung im 1. Finale. Ich denke, dass wir am Anfang ziemlich gut gesegelt sind. Doch haben wir zum Schluss nachgelassen. Wir führten in den ersten 3 Wettrennen und dann haben wir uns nicht mehr an das Niveau gehalten. Deswegen sitze ich hier und bin etwas enttäuscht. Während eines sehr zähen und schwierigen Wettkampfs gewann Taylor Camphill die nächsten 3 Rennen und verteidigte damit seinen Chicagoer Titel. Wir brauchten diesen Sieg, um auf der Jagd für die Weltmeisterschaft dran zu bleiben. Es auch noch in Chicago zu gewinnen, ist toll. Mehr kann man sich nicht wünschen. Can't beat a big cheer.